tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch meinen Tentoxa vor. Tentoxa ist die Weiterentwicklung von Tentacha und hat wie dieser einen Wassergifttyp, was ihm eine Schwäche gegen Elektro, Psycho und Boden und eine Resistenz gegen Eis, Wasser, Feuer, Kampf, Gift, Käfer, Stahl und Feenattacken gibt. Wirft man einen Blick auf Tentoxas Basiswerte, so sticht als erstes die gute Spezialverteidigung und gute Initiative hervor, wobei KP und Spezialangriff immer noch durchschnittlich sind. Die EV habe ich in meinem Tentoxa allerdings voll in KP und Verteidigung gesteckt, dazu ein kühnes Wesen, um die Verteidigung zu maximieren. Als Fähigkeit hat man die Wahl zwischen Kloakensoße und Neutraltorso. Beide Fähigkeiten sind auf ihre Art nützlich und es ist hier auch Geschmackssache, was davon ihr lieber nehmt. Im Moveset habe ich Siedewasser, Turbodreher, Konfustrahl und Giftspitzen. Als Item Giftschleim, um jede Runde ein wenig Heilung zu kassieren. Siedewasser ist Tentoxas Attacke zum Draufhauen und damit ein wenig Glück kriegt man den Gegner auch verbrannt. Turbodreher macht zwar kaum Schaden, allerdings räumt es Tarnsteine, Stachler und Klebenetz vom Feld. Konfustrahl verwirrt den Gegner und Giftspitzen sorgt dafür, dass reinwechselnde gegnerische Pokémon vergiftet bzw. bei doppelter Anwendung schwer vergiftet werden. Alternativ zu Siedewasser kann man in diesem Moveset aber auch Matschbombe spielen. Dieses Tentoxa ist, wie man sehen kann, ein defensiver Supporter. Er kann sowohl das gegnerische Feld vollsiffen als auch das eigene davon befreien. Wenn ihr in eurem Gegnerteam keine Gift-Pokémon seht, so könnt ihr mit Tentoxa leaden und dem Gegner erstmal einen Konfustrahl verpassen. Legt anschließend ein bis zweimal die Giftspitzen raus und anschließend könnt ihr es wahlweise opfern oder rauswechseln, wenn ihr meint, dass ihr später nochmal für einen Turbodreher oder ähnliches brauchen könnt. Wenn ihr Gift-Pokémon im gegnerischen Team seht, dann solltet ihr die Spitzen erst rauslegen, wenn das Gift-Pokémon aus dem Weg geräumt ist, da die Giftspitzen mit ihrer bloßen Anwesenheit wegräumen können. Versucht entweder die Gift-Pokémon aus dem Weg zu räumen oder nutzt Tentoxa einfach ohne Giftspitzen. Wenn ihr gut taktieren könnt, dann könnt ihr die Giftspitzen auch benutzen, dass ihr die gegnerischen Gift-Pokémon aufs Feld locken könnt, um sie anschließend wegzuräumen. Gute Teampartner für Tentoxa sind folglich Psycho- und Boden-Pokémon. Wo ihr mit Tentoxa aufpassen müsst, sind Magiespiegel-Pokémon, sprich Psyana, Xatu, Mega Absol, Mega Zubiris und Mega Diancie, da diese einfach in Tentoxa reinwechseln können und wahlweise die Giftspitzen oder den Konfustrahl zurückwerfen. Bei den drei Mega-Pokémon müsst ihr allerdings erst vorsichtig sein, wenn sie gemegert sind. Lediglich bei Psyana und Xatu solltet ihr immer auf der Hut sein. Tentoxa bevorzugt im Team überwiegend defensive Pokémon, welche die Giftspitzen gut ausnutzen können. Ein Wischpasser wie Aquana oder Florges kann Tentoxa länger am Leben halten. Generell sind alle Pokémon gute Teampartner, die bei gegnerischen Pokémon häufig einen Switch erzwingen. Das war's jetzt aber von meinem Tentoxa und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.